12 Fuß und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Köper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. AS Monaco FC gegen Juventus FC. Heute im Viertelfinal Rückspiel ist es schon. Ja. Ihr wisst ja, wie die im Hinspiel gespielt haben. Sie müssen nicht mal sagen. Richtig. Von daher werden wir sehen, wer jetzt weiterkommt. Boah, Alter. Oh! Du sagst, ich hab Namen sind schlecht. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass der so wird. Alter. Oh, wie geil. Nur wollt die schönen grünen Trikots haben. damit meine Spieler getan sind. Tudala. Von Tudala und Lorente habe ich in meiner Meisterliga. Deiner Meisterliga? Mein Club. Joey Martinho. Hast du den? Oder habe ich den? Joey Martinho. Die mag ich auch. Ja, Lichtsteiner. Oh, Stan Potato. Ach, Andrea, muss doch mal zum Ball gehen. Nein, Andrea ist auch wieder rennt. Der ist nicht mal der Jüngste. Oh, Andrea ist so schnell. Der dachte erst so toll. Was war das? Nein, Andrea! Andrea. Was denn, du Andrea? Oh! Alter. Jawohl. Carrasco. Kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Alter Schwede, ey. Hätte ich nicht gedacht, gell? Was für ein Ding. Na, ist nur wegen Fehlpass von Andrea. Ich war kein Fehlpass, den Spieler ist ja nicht hingegangen. Ja, da das kommt ja noch dazu. Ja, man darf ja nicht davon ausgehen, dass... Also eigentlich muss man davon ausgehen, dass PS-Spieler nicht dabei sind. Boah, den muss man in der zweiten sehen. Carrasco ist mir schon sympathisch. Der hat ungefähr dasselbe Torschuss wie Juve gegen Dortmund, von Tevez. Ja, Tevez war ein bisschen niedriger. Der war wirklich, also mehr ins Eck geht's nicht. Nee, ich sag, guckt euch nur Paris Saint-Germain gegen Barcelona von uns an. Juckte Nase, Moment. Oh, Vidal. Zu nicht in den nicht in Sand in der Nase stecken. Oh! Marquisio. Wo? Oh, Lorente. Der ist auch fix. Der ist grausam, Lorente. Ich hätte es jetzt nicht einwechseln. Wollt's ja nicht hören. Vidal. Marquisio. Schön. Gezählen Borg. Sie auf dem Radar gar nicht, wo Leute für mich stehen. Das ist mir zwischen dein Tor. Mal davon ganz abgesehen, habe ich das Gefühl. Ach, jetzt welche mir. Ja, erzähle. Oh mein Gott, Pogba. Spieler, die ich mir kaufen würde von viel Geld, meiner Meisterliga, wenn ich es viel hätte wie du. Ich hab ja kein Geld mehr. Dimitri Berbatov, oder wie auch immer der heißt. Dieter. Dieter. Den würde ich wirklich kaufen, stimmt, ist mir gerade eingefallen. Berbatov, so ein cooler Spieler. Ja, nix, Alter. Fühlen wir mal mit Lorente. Der Lorente, den finde ich so schlimm, oder? Naja, ich habe mir so gedacht, wenn der so viel hat, der muss ja irgendwas können, wenn er nicht schnell laufen kann. Probieren wir mal schiefen. Der muss ja irgendwas können. Zack! Also schießen müsste er nicht, aber von der Entfernung ging es eigentlich mit dem Schuss. Also war jetzt, sagen wir, in die Richtung. Ja, so cool. Ist das hier nicht gekauft? Hab ich. Ah, der hat den auch gekauft. Carrasco, ey, er sägt übersprungen. Oh, es nervt mich gerade, ey. Ich komme in keinem Spiel irgendwie vor Tor. Das ist echt grausam. Das war ein super Laufpass. Ja, war super abgewehrt. Von Nummer 19.
Vorne schön reingedreht. Unhaltbar. Und unhaltlich. Guckt euch das Video Paris Saint-Germain gegen Barcelona an, auch bei 2-0. Oh mein Gott, passt doch nicht dahin. Ey, das wäre... Auch wenn du die erste Halbzeit keinen Torschuss kriegst, nicht Kopf in den Sand stecken bei den 2-0 Niederlage. Das kann sich alles noch ändern. Und auch, und ich bin Monaco, nicht Barcelona. Geht doch, es geht. Doch, meine Fresse, ey. Vital. Das muss jetzt sein, ey. Denselben Jubel wie Gabriel. So. Meine Fresse, ey. Wie gegen Dortmund. Na, Hackentrick von... Oh, war es doch Tevez. Achso. Der sich getroffen hat. Joel vorgelegt und dann einfach mal in die Ecke geklettert, ey. Keine Spaß, nee, nee, nee. Da hat Carrasco aber in Clip 2 vorgelegt. Er kann doch froh sein. Sie sind wieder dran. Muss ja sagen, irgendwie seine Lustigkeit wird Florente gerne im Spiel behalten. Vidal läuft das Thema einfach vorbei. Hat der es, vor allem, wir müssen mal, also sieht zwar so aus, als würde ich mit Florente laufen, also ohne sprinten, aber ich sprinte die ganze Zeit mit Florente. Weit nach vorne gespielt. Das gibt's nicht. Ah! Und damit ist die Gefahr fürs erste gebannt. Was für ein Torwart. Mir fällt gerade ein. Ja. Die Torhüter haben hier andere Sachen, gell? Wie hier andere Sachen? Also andere. Kein DK-Patch. Oder? Wer? Die, nee, die. Wie sind die? Schiris. Nee, die haben Champions League Anzug an, siehst du doch. Ich weiß doch nicht, wie der Champions League Anzug aussieht. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Das ist einfach nur ein schlechter Witz, ey. Wie du ja meine Spieler umgrätscht und keine Fouls kriegst, das ist der absolute Knaller. Das ist doch heute zur Aufnahme selbst schon das dritte Mal so. Ja, Juan Moutinho. Ist jemand auswechseln? Nee. Ich behalte Lorenzo. Warte, wer steht bei mir rechts oben? Warte mal. Scheiße, hast du. Ja, mein. Hier, da kommt jetzt mal Traoré rein. Der ist nicht, das ist nicht gut. Mach doch nicht. Nee, mach Traoré ist aber 5,80 Meter. Ah, der machen wir halt für Berbatov. Berbatov hat sogar nach unten. Ja, der war bis jetzt nicht gut. Auch Berbatov finde ich mega cool. Das stimmt. Berbatov ist auch cool. Wir beginnen mit den zweiten 45 Minuten. Wenn schon so anfängt, ganz nur besser werden. Oder was hast du dazu gegrenzt? Wenn wir wieder herkommen. Wo bin ich denn hier? Das sind da drauf! Die Situation, die ein Stürmer nicht liebt, mit dem Rücken zum Tor. Das stimmt. Das konnte nichts werden. Was war denn das schon wieder für ein Pass? So kam doch an. Ja, nicht da, wo er sollte. Marquisio. Beste, wir spielen einen kurzen Pässen. Oh. Das ist besser als lange Pässe bei Juve. Hab ich so das Gefühl. Nur Pässe, die nur 2 Meter gehen, wie Leipzig das macht. Außer dann der Laufpass vor. Das stimmt. Lauf! Ach, Vidal, ey. Führt besser Spieler der Mannschaft bisher. Und das nicht nur, weil er es vorgeschossen hat. Alter, was ist das? Fahrradler. Tulala. Oh, das, den ich auch hab, Tulala. Tulala. Ey! Ja, sowas gibt Paul. Nee, das war ja auch ganz klar, Tank gehindert an der Situation, Pogba. Ja, sagst du, wenn du mich immer weggehst. Das war nicht gehindert an der Situation von mir. Von TR7 weggegrätscht, ey, dann irgendein Bundesligaspieler, den Kinder kennen. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das war. Geht sich aus dem Weg. Da ist die Flanke. Und? Oh, das kann nicht wahr sein. Jawohl, ey. Neu eingewechselt. Oder? Ja, Martial. 23, gut, dass ich ihn eingewechselt habe. Da kam erster schöne Freistoß, den du mir gegeben hast. Dieses Spiel, Schiedsrichter sind echt parteiisch oder halbparteiisch hier bei Champions League, habe ich so das Gefühl. Das ist ja grauenhaft. Ehrlich. Ja, der Marti ist halt ein guter Kopfballkünstler. Und
Tudor Law ist aber schon 50. Jetzt verfehlt er aber. Ja. Wenn er sich die anderen hier fähigt. Am Straßenrennen. Starke Ballkontrolle. Oh. Oh. Das gibt's nicht, ey. Nee, ist so nicht. Was? Den zu halten. Das stimmt. Den Carrasco, den mach ich mir im Meisterliga mal auf meine Wunschliste. Den finde ich gut. Die Wunschliste ist riesig. Das kann ich wahr sein. Der Tevez hat schon ganz schön Schuss drauf, ey. Muss man mal sagen. Ich glaube, hab ich dich weggegrätscht und jetzt den Nachschuss gekriegt. Ist ja auch nicht an die Situation gehindert. Sie schlagen ihn nach vorn. Der ist auch okay. Ja, das ist auch kurz wieder mit Titel PS. Oder gibt es auch noch welche, die 2,3 Meter sind? Nee, ich glaube, na doch, ich glaube sogar. Gibt es nicht dort, der 2,5 Meter ist? Ja. Nee, ich habe geguckt, 2,3 Meter ist glaube ich größer. Da fängt man als Basketballer erstmal an. Ey, hallo? Das war doch kein Foul, was du dich immer aufdrehst? Das ist Lorente. Der wird fünfmal... Guck mal, der ist sogar mit 2,3 Meter schneller als Andrea. Der ist auch 2 Meter groß, 2 Meter breit. Der ist cool, die muss auch wieder unschlüssig. Wie alt war der? Keine Ahnung, der ist echt cool. Irgendwas 32, also normalerweise nicht so alt. Ja, jetzt bei mir 30. Gute Leistung, er hat ihn einfach vom Ball weggedrängt. Er zieht in Richtung Tor. Jetzt! Oh. Pogba. Für Juve sieht's eng aus mit weiterkommen. Weiß man ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie im Hinspiel gespielt haben. Aber unsere Zuschauer wissen das. Das stimmt. Ey. Jetzt passt doch einfach mal, wenn ich passen drücke, ey. Andrea, das ist heute auch nicht so viel gefahren. Oh! Davon, da kann man doch gar keinen Ball halten. Der hätte gedacht, er geht rein, oder? Ja. Deswegen hab ich auch reingekrätscht. Aber ich hab weder die Krätsche getroffen, noch du. Boah. Und doch was. Gäh? Tulala. Vor allem, da musst du ja Angst kriechen, wenn so einer hinter dir steht. Das stimmt. Ey, guck dir den mal an, ey. Ey! Boah, der Arme. Dass man den überhaupt umruppen kann. Oh ne, ey. Er hat eine coole Frisur, muss man dazu sagen. Das stimmt. Was macht denn der hier? Gibt's nochmal einen besseren? Wer ist denn das, den ich da gerade hatte? Ein Lichtsteiner. Kann mich irgendwie nicht auf die Linie stellen. So, warte. Musst du schießen? Ja, warte. Achso, du hast geguckt. Zum mal Traoré schießen lassen. Ja, jetzt. Stunden später. Und? Oh! Guck mal, das sogar durch mich einen Punkt gekriegt. Was du mal? Wie, das kam mir schon sehr oft vor, dass du durch mich einen Punkt gekriegt. Na, weil ich nicht hier mit Tricks spiele. Aber übrigens, wenn du dich so hinstellst und da vorbeigeht, dann sieht der Torhüter nichts und dann passiert sowas wie jetzt. Und dann kann er auch da mal reingehen. Ah. Weil es ist ja hier, PS ist wirklich so, wenn der Torhüter nicht sieht, dann kannst du sein, dass er einen sauberen Schuss nicht hält. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist ja gemeingefährlich. Es wird mal Zeit. Es wird echt mal Zeit. Dass hier irgendwann... Oh, Tudala. Sturm. Man sieht doch alt aus. Mal ein Freistoßkriecher nach solchen Situationen. Zack. Oh, dagegen geschossen. Problem ist, dass ich keinen Freistoß brauche, weil... Obwohl, ich hab Andrea und der Predator den jetzt einmal voll gut rein. Das stimmt. So, wie schießt man den? Komm einfach. Top. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Der Westbrenner ist 300 km hat das Ding vor dem Posten. Bis das Tor noch steht. So Lichtsteiner und Licht ist mir ein Verteidiger aus, das habe ich noch nie erlebt. Wieso wird denn der ausgewechselt? Müssen nicht. Arme Lichtsteiner. An eurer Stelle hätte mal Lorente ausgewechselt.
Hätte ich mir nichts sagen können. Ich habe ihn so lange drin gehabt, wie es ging. Bis der Computer gesagt hat, wechselt den mal aus. Der Kugel finde ich ja auch echt gut. Das kann natürlich der verbraucht sein. Halt wenig Ausdauer, weil der jetzt so langsam rennt. Das stimmt. Na! Was ist denn einfach eine coole Frisur? Wieso nicht, wer war denn das eigentlich? Der Neuer, das heißt der Kerkeras oder so wie der heißt. Kurzava. Kurzava ist auch ein toller Name. Wieso wechselt man Verteidiger aus? Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Entweder war der Lichtenstein so scheiße, oder er war auch scheiße. wo machen wir denn hin? Ja, schießt, bringt auch nicht. 89 Minuten, ja. Ja, eben. Und 98 Freistoß, ey. Hat der Christiane mehr? Nee, ich glaube nicht. Sollen wir es mal probieren? Ja, klar. Komm, ja, mal hey, ruhig daneben. Nicht optimal, der Abschluss. Na, oh, Andrea, ey. Nächste Mal mit Andrea ein bisschen. 98 Freistoß, ey. So, das hat nur Andrea. Ich spiele immer zu meinen hohen. Da kriegst du auch keinen Kopfball. Du hast noch keinen Kopfball gegen den gewonnen. Es ist ja auch unmöglich. Wenn du den im Sturm hast, kannst du eigentlich nicht falsch machen. Wenn du den in der Verteidigung hättest, wäre es nicht besser. Hallo, ich möchte bitte meine Nummer 3. Oh, Andrea! Komm doch bald nicht an. Oh, ich wollte, dass der auch mal ein Tor schießt. Und er haut das Ding vor. Ach, der Lorente, ey, der bewegt sich echt. Schlimmer als 85er-Spieler, 58er-Spieler meine ich. So mit 3 zu 1 für AS Monaco FC, sie weisen hier, wieder wie stark sie sind. Ja, ja, weil Juve hätte auch noch ins Tor schießen können. Muss man dazu mal sagen, aber wenn man mit 250 km/h vom Vollstreck hat, dann kann man auch nicht machen, das ist aber schon schön. Get the West. Gut, dann danke fürs Zuschauen, sehen uns morgen, übermorgen beim Europa League Spiel. Tschüss. Tschüss.